Ja, guten Abend zusammen hier im Presseraum des ISS-Dom und im Business Club und im DG-Treff und in den Umläufen. Die Düsseldorfer EG unterliegt dem ERC Red Bull München vor 6.310 Zuschauern mit 0:3. Die anderen Ergebnisse: Straubing besiegt Krefeld 4:3 nach Verlängerung, Berlin schlägt Wolfsburg 3:2, Köln unterliegt Schwenningen in der letzten Minute mit 2:3, Augsburg gegen Mannheim steht 0:3, das Spiel läuft noch, ebenso wie Nürnberg gegen Iserlohn, dort steht es 3:3. Und Hamburg gegen Ingolstadt, die haben später angefangen, da steht es noch 0:0. Zu meiner Rechten Don Jackson, der Düsseldorf immer sehr willkommen ist. Zu meiner Linken Christoph Kreuzer, der Gästetrainer. Guten Abend zusammen. Und wir haben gegen eine sehr gute, starke und immer gut vorbereitete Mannschaft gewonnen. Wir haben ganz Respekt für die Mannschaft von Christoph Kreuzer. Sie hatten eine sehr guter Job mit der Mannschaft zusammen gemacht. Und so bin ich stolz auf die Jungs. Wir haben zurückgekommen auf die Return Game. Und, alles war gut im Moment. So vielen Dank und viel Glück nächstes Spiel, Christoph. Vielen Dank, Don. Christoph Kreuzer. Ja, erstmal Gratulation an München und an Dons Truppe. Haben heute, ja, ich denke mal, sehr effektiv gespielt. Ich glaube, wir haben im ersten Drittel wirklich sehr, sehr viele Chancen gehabt, haben da eigentlich sehr gut gearbeitet und da kann ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, dass sie wirklich sich immer wieder neue Chancen erarbeitet und dass wir die haben, das ist sehr, sehr gut. Ja, und dann kommen wir ins zweite Drittel und dann haben wir, ja, wie soll ich sagen, auch ein bisschen Sonntagsschuss. Da war nicht viel Platz oben im linken Eck. Und so kommt München dann immer besser ins Spiel und das haben sie sehr gut gemacht, haben gekämpft, haben immer gut gearbeitet, haben dann das zweite Tor, was sie schießen, einen sehr guten Konter, was sie abschließen, wo wir zu nachlässig waren in der, im Backcheck und vorne wollten wir dann zu viel, waren wir mit einem Mann zu viel tief. So läufst du dann einem 0:2 hinterher. Das ist sehr, sehr schwierig, das dann wieder aufzuholen gegen so eine sehr gut stehende Mannschaft. Und mit der Qualität, die München hat, ist das sehr, sehr schwierig. Aber insgesamt hat meine Mannschaft doch alles versucht. Es ist natürlich dann oft frustrierend, dass sie dann bei den vielen Chancen kein Tor macht. Der neue Torwart von München hat sehr, sehr gut gehalten. Da haben sie einen sehr guten Torwart geholt. Das ist immer wichtig, aber so ist das halt im Hockey und so geht es schnell und jetzt bereiten wir uns vor auf Mannheim. Die sind auch wieder gut in die Reihe gekommen und das wird auch ein gutes Spiel. Ich wünsche München weiterhin alles Gute und sehen wir uns nächste Woche. Danke. Gibt es Fragen bei den Trainern? Das ist nicht der Fall, dann freuen wir uns auf den deutschen Meister Adler Mannheim am Freitag. Am Sonntag geht es für uns nach Iserlohn und den Gästen eine gute Heimfahrt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.